hundertsten Mal. Der grüne, Biomüll. Blaue, Papiermüll. Gelbe, Recyclingmaterial und der graue Restmüll. Schaffst du's oder soll ich's lieber selber machen? Nein, ich schaff das. Müll und Farben sind genau mein Thema. Ich darf mal... Kim? Hau ab! Oh, was ist denn hier passiert? Da ist ja ein bunter Schmetterling aus der kleinen grauen Raupe geschlüpft, hä? Ach, guck mal, sogar geschminkt! Gehst du zu einer Castingshow? Und machst ein Schulpraktikum beim Escort-Service? Mann, hau ab! Hi, Kim! Ah, comprende! Meine Nichte bekommt Herrenbesuch. Hallo! Schaut endlich ab! Hey, Sie sind doch... Ich denke, ihr seid nicht verwandt. Ja, das wünschen wir uns beide. Aber Tatsache ist, dass diese kleine, lang verschollen geglaubte dritte Hilton-Schwester hier, Germany's Last Topmodel, meine blutsverwandte Nichte Kimberly Jolante Pastewka ist. Lustig. Du heißt Jolante? Oh, hätte ich das nicht sagen sollen? Ha. Jolante, ist ja lustig. Nee, ist nicht lustig. Bastian, kannst du jetzt bitte gehen? Du, wie es der Zufall will, habe ich momentan gar nichts vor. Mein Geld arbeitet für mich, den Müll habe ich getrennt. Ich kann plaudern, bis die Polkappen schmelzen. Hey, Sie sind ja privat noch viel lustiger als im Fernsehen. Ach, mit der Meinung stehst du nicht alleine da. Nick, jetzt fahr bitte. Richtig, macht euch einen schönen Tag. Übrigens, super Motorrad, hä? Hau rein. Alles klar, Sie auch. Du, sag ruhig du, ne? Kims Freunde sind meine Freunde. Und das ist übrigens ein sehr übersichtlicher Kreis. Jo, ciao. Wo warst du denn so lang? Hast du schon die neue Kim gesehen? Ja, ich hab doch gesagt, dass die süß aussieht, wenn sie sich mal anders anzieht. Na komm, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Ne? Aber weißt du auch, warum sie sich jetzt anders anzieht? Sie hat mir heute Morgen von Nick erzählt. Ja, und du wirst lachen, das ist netter. Ich kann mir nur nicht vorstellen, was der von unserer blondierten Joy Fleming will. Das sagt ausgerechnet Mr. Haute Couture. Mr. Einstreifenhemd für alle Lebenslagen, du hast's nötig. Kim sieht spitze aus. Gut, du hast recht. Kim ist jetzt kein Kotzbrocken mehr, sondern ein Kotzbrocken, der gut aussieht. Glückwunsch. Komm. Was ist denn jetzt los? Kim, wir würden gerne mal mit dir reden. Worüber denn? Ich habe jetzt keine Zeit. Kim, wir wissen von deiner Schönheitsoperation. Lass das sein. Bastian, was geht dich das an? Mann, Papa, warum erzählst du dem das? Ich hab dir nichts erzählt. Die haben das alle schon gewusst. Ja, Kim, wir haben gesehen, dass du mit unserem Computer auf Seiten von Schönheitskliniken warst. Da haben wir mit Hagen gesprochen. Ja, und was macht der hier? Michael ist hier um... Bastian! Kim, ich weiß genau, was du durchmachst. Mir ging es damals ganz genauso. Ich habe auch gedacht, meine Brüste sind zu klein, mein Hintern zu fett, meine Waden zu stramm. Aber hey, guck dich doch mal an. Du bist eine sehr attraktive, süße, schöne Frau. Kim, schau dir mal Michaels Nase an. Ist das eine normale Nase? Ich würde sagen, nein. Frag 100 Leute und 100 Leute werden sagen, das... ist keine normale Nase. Im Gegenteil, viele werden entsetzt sein, manche werden einfach nur lachen, aber die meisten werden sagen, mein Gott, was für ein riesiger, unförmiger, schrecklicher Zinken. Jeden Tag muss er sich blöde Sprüche anhören wie, ah, oh, wir müssen Michaels Sendung demnächst in 16:09 senden, wegen seiner Nase. Oh, Michael muss niesen, hat mal jemand ein Bettlaken. Oder auch, ach, Michaels Nase ist so groß, da kann ich ja mein Spiegelbild drin sehen, hallo, hallo. Aber Michael ist das piepegal. Weil er weiß, dass innere Schönheit wichtiger ist als äußere. Weil er weiß, dass es echten Freunden genau wie ihm selbst völlig egal ist, dass er diese riesige, unförmige, krumme, vielleicht sogar abstoßt. Bastian, weißt du was? Du kannst mich mal am Arsch lecken. Wiederschauen. Bastian, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt auch gehen würdet. Kim, wir sind nicht blöd, wir wissen, was hier läuft. Mach es nicht.
Nur weil dieser Nick möchte, dass du auf den Sattel von seinem Mofa passt. Wer ist Nick? Ihr Freund. Die hat einen Freund? Wieso weiß ich das nicht? Was denkst du denn, warum und für wen sie diesen ganzen Zirkus macht? Boah, ihr Penner! Nick weiß überhaupt nichts von der OP. Und nur zu eurer Information, wenn der wollen würde, dass ich das mache, dann würde ich es eben nicht machen. Ich mache das nämlich für mich und für sonst niemanden. Und jetzt haut endlich ab! Lasst uns bitte mal allein. Und über diesen Nick? Komm. Anne, was ich meine ist, was hat eine Frau davon, wenn sie äußerlich gut aussieht, aber innerlich ist ihr Seelenleben eine Großbaustelle? Guck mal, wir sind glücklich, weil wir das beste Beispiel dafür sind, dass es andersrum wesentlich besser ist. Wie? Andersrum? Ja, gut, Anne, ich meinte jetzt auch mich. Auch? Soll das heißen, dass ich äußerlich auch eine Großbaustelle Nein, bin? Nein, das soll heißen, dass unsere Beziehung... Dass es für unsere Beziehung wichtiger ist, dass wir ein ausgeglichenes Fundament haben und dieses... Findest du mich unattraktiv? Quatsch! Sag schon, frei raus. Was stört dich an mir? Nichts. Alles super. Alles super? Was ist das für ein Scheiß? Bin ich eine Wandlampe? Ich weiß nicht, warum du dich jetzt so aufregst. Dieses Gespräch nimmt gerade eine Richtung an, wo ich sage... Was stört dich an mir? Wo weiche ich von deinem Traumtyp ab? Ich bin gar nicht dein Typ Frau. Anne, das ist fies jetzt. Ich liebe dich, das weiß, das haben wir besprochen. Ich glaube, ich spinne. Anne! Anne, warte doch mal! Sag mal, bist du jetzt richtig sauer oder was? Als ob ich dein Traumtyp wäre! Alles gut, wir haben mit Nick gesprochen. Er redet Kim die OP aus. Braucht er nicht mehr. Ich habe mit Kim gesprochen und sie bläst die OP ab. Ah. Oh. Wieso oh? Ist doch super, wenn Nick ihr nochmal sagt, dass er Schönheits-OPs scheiße findet. Ja. Aber das ist nicht exakt das, was wir gesagt haben, dass er sagen soll. Wieso, was habt ihr ihm denn gesagt, was er hier sagen soll? So, jetzt macht sie die Operation, obwohl Nick ihr gesagt hat, dass sie die Operation machen soll. Toller Plan, Bastian. Wieso sagt Nick ihr, dass sie die Operation machen soll? Ja, das war seine Idee. Kim hat uns doch gesagt, wenn Nick wollte, dass sie sich operieren lässt, würde sie es nicht machen. Und da dachten wir, Herr Gott, wie blöd kann man sein? Ich hatte sie doch gerade so weit, dass sie die OP nicht macht. Da flippe ich aus. Da flippe ich aus. Bei solchen Ideen flippe ich aus. Hey. Kim hat mit mir Schluss gemacht. Ui, wieso das denn? Weil sie mich in der ersten Sekunde durchschaut hat. So ein Scheißplan. Ich wusste von Anfang an, dass das in die Hose geht. Und jetzt bin ich für sie das Arschloch, das sich für ihren Idiotenplan hergegeben hat. Wie gesagt, du kannst ruhig du sagen. Sehr gerne, du Arsch. Pass auf, Freundin. Jetzt bin ich Kim los. Da hättest du vielleicht auch besser auf dein Gefühl hören müssen. Oh, Gefühl! Ja, schlau, ich bin ich auch noch schlau. Und jetzt hört ihr mir mal zu. Ich sag das nämlich nur einmal. Ihr seid alle scheiße. Und das war das letzte Mal, dass ihr euch in meine Angelegenheiten eingemischt habt. Hau ab! Ich gehe morgen in diese Klinik und lass mir den Arsch absaugen. Für mich und für sonst niemanden. Und ich will keinen Ton mehr hören. Habt ihr es kapiert?